Hi und willkommen zu einer neuen Folge The Order 1886. So, wir sind in einem Lagerhaus voller Werwölfe und werden unser Möglichstes tun, um die hier wegzuboxen. Wir müssen nur eine schöne Stelle finden. Die kommt mir ganz gut vor. Und los geht's. Da, schnell. Aber wisst ihr, was ich nicht ganz verstehe? Theoretisch steckt unser Orden halt dann mit Werwölfen unter einer Decke. Wo ist das Problem eigentlich? Ich meine, Vampire müssen die unbedingt Menschen essen und töten? Das wäre vielleicht ein Problem, okay, aber... Ansonsten könnte man damit doch irgendwie offener umgehen. Vielleicht wäre alles ganz cool. Könnte man die nicht in die Gesellschaft integrieren. Die wirken intelligent, auch verwandelt. Gäbe es da nicht eine Möglichkeit? Naja, ich schätze, wir werden wohl einfach alle umbringen. Wir werden es nie erfahren. Wo zur Hölle? Da zur Hölle. Oh, verdammt, ja, aber wirklich. Du sprichst aus der Seele. Wurden mehrere Eindringlinge bei Die Metropolitan Police wurde angewiesen, sich bereit zu halten. Der Schutz und die Sicherheit von Lord Hastings sind unsere oberste Aufgabe. Nehmen Sie jeden Verdächtigen in Verwahrung. Oh, er hat uns doch wieder lieb. Wir schworen einen Eid. Namen des Gesetzes, öffnen Sie die Tür. Galahad, bleib wo du bist. Moment, ich kann es erklären. Ich sagte, keine Bewegung. Sie kommen rechtzeitig. Uns wurde eine Ruhestörung gemeldet. Ja, Sir Galahad stürmte hier mit einer Bande Rebellen rein, mit der Absicht, mich zu töten. Das ist eine Lüge. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Ja, technisch gesehen ist es keine Lüge. Sir Galahads Komplizin war eine Frau. Und zwar die Anführerin der Rebellion. Sie konnte uns entkommen. Nicht für lange. Befehlen Sie den Wachen, sofort wegzutreten, Lord Hastings. Wir sorgen für die Ergreifung der Rebellenanführerin. Izzy, hör auf mich. Du machst einen schweren Fehler. Sir Percival! Nehmen Sie den Eindringling in Gewahrsam. Es tut mir aufrichtig leid, dass Sie das tun müssen, Marquis. Nicht mehr als wir, Monsieur. Schafft ihn mir aus den Augen. Ah, da ist Chemistry zwischen den beiden. Ich danke Ihnen. Komm doch zu einer Love Story. Ihr Einschreiten war wirklich ein äußerster Glücksfall. Wir erledigen hier nur unsere Pflicht, Lord Hastings. Nun, wie dem auch sei, Milady, Sie sollten diesen Verräter gut im Auge behalten. Rechnen Sie damit, dass man Sie vor den Rat rufen wird. Man benötigt Ihre Zeugenaussage. Ich stehe den Rittern Ihrer Majestät jederzeit zur Verfügung. Und ziehen Sie sich bitte Hosen an. Ich hasse Hosen. Kapitel 12. Verräter unter uns. Dem Gefangenen werden schwere Verbrechen vorgeworfen. Sir Galahad hat unser Vertrauen betrogen. Mehr als das. Er hat konspiriert. Mit gottlosen Rebellen. Das heißt transpiriert. Neben dieser Litanei des Bösen hat er sich angemaßt, Lord Hastings, unseren geschätzten Kämmerer, zu töten.
Sir Galahad ist ein Verräter, ein Mann ohne Ehre und Skrupel. Ich bitte den Rat, die härteste Strafe zu verhängen. Ich bitte den Rat um Nachsicht. Vergessen wir nicht, was Sir Galahad über die Jahrhunderte für den Orden getan hat. Vielleicht kann unser Ritter gerettet und auf den rechten Weg gebracht werden. Der Ritterkommandant zeigt zu viel Nachsicht. Die Beweise gegen den Verräter sind erdrückend. Ich habe Sir Galahad mit der Rebellenanführerin gesehen. Ich war zu weit weg, um sie klar zu verstehen. Aber sie schienen sehr vertraut zu sein. Sie verließen ein Etablissement, das Rebellen beherbergt. Sir Galahad erbat eine Audienz mit dem Lordkanzler und mir. Er brachte eine Reihe sinnloser Beschuldigungen gegen die Vereintes Indien Company vor und schien entschlossen, Lord Hastings zu finden. Holen Sie Lord Hastings! Ah, der hat voll die Nasenhaare. Wir haben echt sehr detaillierte Nasenhaare für den Kerl gemacht. Sie haben den Häftling als Ihren Angreifer identifiziert. Finde ich cool. Er detailverliebt. Sir Galahad drang spät in der Nacht in unser Hauptquartier ein, begleitet von der Rebellenanführerin und ihren Leuten. Ich war nicht ihren sicher, dass Leuten. Der Mann, den ich verfolgte, Sir Galahad war, bis ich seinen Mantel fand. In der Nähe des Rebellenverstecks. Als sein Kommandant versuchte ich, ihn von seinen Behauptungen abzubringen. Jetzt ist klar, dass er meinen Rat nicht befolgt hat. Sie setzten meine Wachen außer Gefecht und drangen in meine Gemächer ein, um mich zu ermorden. Wir fanden Lord Hastings verwundet durch die Hand des Häftlings. Er muss gerade stehen für seine Taten. Verehrte Ritter, wie befinden Sie den Gefangenen? Schuldig. 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 Die Strafe ist der Tod. Durch Altersschwäche. Irgendwann mal. 40 Jahren oder so. Moment mal, wenn meine Strafe der Tod ist, warum foltern und ertränken die mich dann immer? Waterboarding und so jeden Tag. Was soll denn das? Du wolltest uns doch nicht etwa abkanzeln, oder? Nee, ich wollte das nicht, der Orden wollte das. Zieht sich der Strafe. Sie vergessen, Lord Kanzler. Ich bin doch schon so gut wie tot. Wie theatralisch er sich über die Brücke, das Geländer wirft, ne? So, mit den Armen so in die Luft ausgestreckt. Kapitel 13. Zwischen Leben und Tod.
Ruhig, mein Freund. Also ist Whitechapel, oder wie es heißt, nur ein kleiner Stadtteil von Zukunfts-London. Das muss er selbst entscheiden. Ich glaube, der Name London ist zwar nie gefallen, aber das ist bestimmt London. Ich bleib dabei, das ist London. Ich dachte jetzt ehrlich gesagt, die Rebellen retten uns, aber Tesla... Ist Tesla gar nicht dem Rat treu? Oder wie? Und der alte Kapuzenmann, ist es der, mit dem der Oberlord geredet hat, vielleicht? Mal schauen. Hier, mein Freund. Also der gestorben ist, der gestorbene Oberlord. Ist das meine Ampulle? Kommt da nicht das eigene Blut rein? Ich verstehe gar nichts mehr. Oder funktioniert das mit jedem Blut, das da drin ist oder so? Zwei Tage. Es sind jetzt schon zwei Tage. So können wir ihn nicht hier lassen. Ich habe getan, was ich kann. Es liegt echt an mir, ihn jetzt zu schützen. Ich werde ihn rufen, wenn er das hier überlebt. Freund. Mein Freund, Sie müssen bei uns bleiben. Shagalat! Shagalat! Ist Sir Galahad nicht nur mein Ordensname? Den habe ich ja jetzt quasi verloren. Offiziell. Es war gut, mich herzubringen, Nicola. Viel mehr kann ich nicht tun. Ganz London ist auf der Suche nach ihm. Das ist wahr. Wir kümmern uns um ihn. Es wird sich zeigen, ob er es schaffen kann. Yo, wir schaffen das. Wetten? Außer jetzt kommt gleich Game Over und dann die Credits. Hier bleibt keine Wahl. Wenn ich zu lange fort bin, schöpfen Sie Verdacht. Was, wenn Sie es schon wissen? Sie haben genug getan. Überlassen Sie das von jetzt an uns. Ich habe noch so vieles zu erledigen, Lady Lakshmi. Bitte, sorgen Sie für ihn. Tesla. Ich fürchte, ohne ihn haben wir keine Chance. Bau mir ein super Tesla-Exoskelett. Das wäre cool. Der Tesla-Bot 2000. Oder 1886. Mach das. Das wäre geil. Mit Tesla-Spule auf dem Rücken und Tesla-Kanonen an den Armen. Und Tesla-Turbomodus. Und frischen Tesla-Unterhosenwechsler. Das ganze Programm. Lakshmi. Nun, Ritter. Sie sind wirklich niemand, der leicht aufgibt. Wo bin ich? Sie sind in einem Versteck am Flussufer. Sie hatten fast zwei Wochen lang das Bewusstsein verloren. Kommen Sie. Wir müssen wieder zurück nach Whitechapel. Die Regierungstruppen suchen Sie überall. Wie haben Sie mich gefunden? Danken Sie, Nicola. Er brachte Sie her und bat mich um Hilfe. Nicola. Woher kennen Sie Nicola? Er soll Ihnen selbst erklären, wie er zu unserer Sache steht. Nicola ließ das für Sie hier. Er dachte, Sie könnten sie brauchen. Was? Ach so. Das da. Equipment. Das meine Sachen oder kriege ich jetzt eine neue Uniform? Ein drittes Outfit? Aber das mit dem Fläschchen finde ich echt komisch. Ich dachte bisher, jeder Ritter hat ein Fläschchen und wenn der stirbt, geht das Fläschchen in den Besitz eines anderen über und so weiter. Aber wenn das meins ist, dann fehlt doch jetzt ein Fläschchen. Braucht man die Fläschchen? Sind die Fläschchen magisch? Gut, gehen wir.
Oder geht es um den Inhalt? Könnte man den überall reinfüllen? Das Schwarzwasser. Woher haben Sie es? Es wurde mir anvertraut. Aha. Sie wollen sagen, ein Ritter. Sir Bors de Ganis. Sir Bors wurde seit der Suche nach dem Gral nicht mehr gesehen. Sie sagen, er lebt. Warum sind die manchmal so leise? Er hat gesagt, er lebt, Ritter. Na super. Wie ich befürchtet hatte. Eindringlinge! Feuer frei! Verdammt. Ich wollte eigentlich meinen Turbo-Modus aktivieren, aber das geht scheinbar nicht. Das hat mir jetzt, glaube ich, das Leben gekostet. Nee, nicht mal. Was habe ich denn da für einen komischen Doppelrevolver? Den mag ich nicht. Mehr Wachen. Sie kommen durch den linken Tunnel. Ich kann auch nicht in Deckung gehen. Das ist jetzt so eine Shooter-Passage quasi. Was einverstanden, dass noch mehr unterwegs sind? Ich bin auch einverstanden. Ich bin nicht damit einverstanden, dass noch mehr damit unterwegs sind. Was heißt denn einverstanden? Jetzt habe ich schon wieder so einen blöden Duellisten, Mensch. Ich will den nicht. Gib mir das andere Ding. So. Warum konnte ich das nicht nehmen? Ah, weil ich quasi schon maximale Munition hatte. Ich verstehe. Lang genug gedauert. Da hat sich gerade einer vor unseren Füßen aufgelöst. Plopp und weg war. Ich schau mal kurz da rein. Okay, ich komme schon wieder. Nach Whitechapel geht's hier lang. Na dann. Zufälligerweise der einzige Weg, der offen ist. Was trifft sich gut, ne? Fantastisch. So, schöner Punkt, um für heute Schluss zu machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wie immer, euch hat's gefallen. Und beim nächsten Mal machen wir genau hier weiter. Macht's gut. Bis dann. Ciao.